Die Frage, der wir uns heute widmen wollen, ist keine ganz leichte und ich kann gleich jetzt sagen, dass ich keine einfache Antwort darauf habe. Sie lautet: Ich möchte gerne glauben, aber ich kann nicht. Einige Gedanken, die mir zu dieser Frage kommen. Ich denke, es ist schon mal viel, wenn man sagen kann, ich will glauben. Ich habe manchmal den Eindruck bei vielen Leuten, die aus einer gewissen Distanz heraus doch sich mit dem auseinandersetzen, was der Glaube, was Jesus von ihnen fordert und möchte, irgendwo im Innersten diese Distanz wahren und sich nicht ehrlich darauf einlassen, weil sie eigentlich nicht glauben wollen. Wirklich sich dem Anspruch Jesu auszusetzen, ist nicht immer bequem, denn Jesus fordert von uns Umkehr. Er fordert von uns ein neues Leben. Und manche Leute denken sich vielleicht ganz einfach, das will ich nicht. Ich will bequem, ungestört, ohne schlechtes Gewissen so weiterleben, wie ich es bisher tue, auch wenn ich vielleicht weiß, dass es nicht in allem richtig ist. Das ist schon viel, wenn ein Mensch sagt, ich möchte eigentlich glauben, ich will eigentlich glauben, aber es fehlt mir dieser letzte Durchbruch. Es sind noch viele Zweifel, viele Fragen da. Ein altes Rezept, das manche geben, ist einfach einmal beginnen, das zu leben, was man vom Evangelium schon verstanden hat. Sich sozusagen wie jemand, der schwimmen lernt, in das Element, in dem man schwimmt, nämlich ins Wasser hineinzubegeben und dann von selbst zu beginnen, die Bewegungen zu lernen. So etwas Ähnliches kann man auch vom Glauben sagen. Man muss sozusagen mal hineingehen. Man muss einmal es wagen, sozusagen dieses Risiko auf sich nehmen und sagen, ich beginne mal so zu leben, wie es eigentlich das Evangelium von mir fordern würde. Ich beginne mal mit dem, was ich schon verstanden und begriffen habe. Und ich glaube, dass einem dann die Glaubwürdigkeit, die Evidenz des Glaubens immer deutlicher wird. Eine Hilfe kann es natürlich auch sein, sich Menschen anzuvertrauen, sich Menschen anzunähern, die schon im Weg des Glaubens vorangegangen sind, die sozusagen Zeugen dafür sind, dass es sich auszahlt, dass es wahr ist und die einem am Leben, in der Praxis des Lebens, auch in der Praxis des Glaubens vorzeigen können, wie Glauben geht, wie Glauben funktioniert, wie Glauben ausschaut. Und dann gehört eben doch auch dieser Willensakt dazu. Ich will glauben und deswegen nehme ich diesen Jesus schlichtweg ernst. Ich bin mir ganz sicher, wer sich unvoreingenommen und ohne Vorurteile auf Jesus Christus einlässt, auf den übt er eine Faszination und eine Begeisterung aus, die einen das ganze Leben nicht mehr loslässt und die über alle Zweifel und Schwierigkeiten hinweg einem im Glauben voranschreiten lässt.